Entdecken Sie die wichtigsten Funktionen des Erlink 2, unseres neuen intuitiv bedienbaren Tablet, als zentrales Bedieninstrument für Fahrer und Beifahrer. Erlink 2 wird erstmalig im neuen Espace in einer innovativen Konfiguration und einem großen, hochkant stehenden 8,7 Zoll Touchscreen eingesetzt. Bei dieser riesigen Bildschirmdiagonale von 22 cm haben Sie viele Funktionen in einer übersichtlichen Darstellung im Blick. Erlink 2 in anderen zukünftigen Modellen unserer Marke können mit einem querliegenden 7-Zoll-Display ausgestattet sein. Erlink 2, die zentrale Bedieneinheit, von der aus zahlreiche Systeme gesteuert und überwacht werden. Dies reicht von der Auswahl der Innenbeleuchtung bis zur Fahrwerkseinstellung Multisense, einschließlich der Steuerung der Fahrassistenzsysteme. Das Erlink 2-Design ist sehr ergonomisch und lässt sich dadurch natürlich und intuitiv bedienen. Große und eindeutig gekennzeichnete Schaltflächen sind eine der Stärken dieses Systems. Durch die einfachen und kurzen Menüs kann das System im Handumdrehen bedient werden. Sobald Sie einsteigen und Platz nehmen, wird Erlink 2 automatisch aktiviert und eine Begrüßungssequenz abgespielt. Der Begrüßungsbildschirm des Erlink 2 besteht aus 4 Startseiten. Auf der ersten Startseite werden Uhrzeit und gewähltes Profil angezeigt, dessen Bild und Name. In der Informationsleiste erscheinen alle aktivierten Funktionen. Die anderen 3 Startseiten können beliebig belegt werden. Das Hauptmenü besteht aus 3 Zonen. In der ersten Zone werden die 6 Rubriken angezeigt, die bei allen Erlink 2-Versionen gleich sind: Navigation, Multimedia, Telefon, Apps, also Anwendungen, Fahrzeug und System. Darunter die 2. Zone mit den Schaltflächen zurück und verbinden mit dem Kontextmenü. In der feststehenden 3. und letzten Zone werden Informationen zur Fahrzeugbelüftung angezeigt. Erlink 2 ermöglicht Ihrem Fahrzeug die Anbindung an eine Vielzahl von Echtzeit- und Online-Diensten. Bei Fahrzeugübergabe sollten diese mit dem Kunden zusammen aktiviert werden. Das Kontextmenü ist in vielen Menüs des Erlink 2-Systems verfügbar. Es enthält zusätzliche und relevante Informationen. An dieser Stelle ermöglicht das Kontextmenü den Zugriff auf die Bedienungsanleitung und Einführungshilfen zu Erlink 2. Sie können bestimmte Funktionen des Erlink 2 steuern, ohne den Blick von der Straße nehmen zu müssen. Beispielsweise kann die Audiolautstärke über den Bediensatelliten verändert werden. Oder es können Telefonate über die Schalter am Lenkrad angenommen oder beendet werden. Je nach Fahrzeug sind einige der Hauptfunktionen des Erlink 2 als Sensortasten neben dem Systembildschirm angeordnet. Dies sind zum Beispiel die Startseite und Funktionstasten für die Fahrassistenzsysteme. Beim neuen Espace können Sie über die multifunktionale zentrale Bedieneinheit in der Mittelkonsole das System Erlink 2 bedienen. Dies wird in der Zukunft auch bei weiteren Fahrzeugen unserer Modellpalette möglich sein.